I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Die politische Karriere von Donald Trump ist von Anfang an turbulent. Kein anderer US-Präsident war so umstritten wie Trump. Und trotzdem hat er Chancen auf die Wiederwahl. Doch nun könnte er aus dem Amt geschmissen werden. Er ist aber nicht der erste Präsident, der mit einem Amtsenthebungsverfahren konfrontiert wird. So help me God. Congratulations. Beginnen wir am Anfang. Was bedeutet Impeachment? Das Wort Impeachment beschreibt eigentlich nur die Anklage, die zu einem Verfahren und in weiterer Folge zu einer möglichen Amtsenthebung des Präsidenten führen kann. In der US-Verfassung sind mehrere Gründe für Impeachment festgeschrieben: Bestechlichkeit, Landesverrat, hohe Verbrechen und Fehlverhalten. Was nun hohe Verbrechen und Fehlverhalten sind, ist Interpretationssache. Entscheiden müssen das Haus und der Senat. Das amerikanische Parlament, der Kongress, ist zweigeteilt. Und zwar in das House of Representatives, kurz Haus, und den Senat. Das Haus hat 435 Sitze, die nach der Einwohnerzahl auf die gesamten USA aufgeteilt sind. Das heißt, bevölkerungsreiche Bundesstaaten wie Kalifornien haben mehr Sitze als bevölkerungsarme wie Montana. Der Senat hat 100 Sitze. Jeder der 50 Bundesstaaten entsendet zwei Senatoren, unabhängig von der Bevölkerungszahl. In den USA gibt es drei Gruppen von Abgeordneten: Demokraten, Republikaner und einige wenige Parteiunabhängige. Normalerweise sind die beiden Häuser für die Gesetzgebung zuständig. Bei der Amtsenthebung kann das Haus eine Anklage vorbringen und der Senat führt das Verfahren durch. Bislang gab es drei Präsidenten, die damit konfrontiert wurden. Mit welchen Gründen ein Verfahren gestartet werden kann, ist relativ beliebig. Beim Impeachment gegen Andrew Johnson 1868 wurden die Gründe nicht einmal niedergeschrieben. Bevor das Haus ein Amtsenthebungsverfahren gegen Richard Nixon 1974 einleitete, wurden öffentliche Anhörungen abgehalten und insgesamt 2 Jahre lang ermittelt. Nixon verlor dann die Unterstützung seiner eigenen Partei und trat zurück, noch bevor das Verfahren eröffnet wurde. Bill Clintons Verfahren wurde sowohl im Haus als auch im Senat behandelt. Am Ende gab es aber keine Zweidrittelmehrheit im Senat, die ihn aus dem Amt hätte werfen können. Quid pro quo is a quid pro quo. Quid pro quo, 8 times. This quid pro quo. I want no quid pro quo. Die lateinische Phrase quid pro quo geistert im aktuellen Fall von Präsident Trump durch die Medien und den Kongress. Quid pro quo bedeutet dies für das, also eine Hand wäscht die andere. Trump wird Folgendes vorgeworfen. Er soll von der Ukraine gefordert haben, dass die dortige Staatsanwaltschaft gegen den Sohn von Joe Biden Ermittlungen aufnimmt. Trump wollte damit etwas gegen Biden in der Hand haben. Als Druckmittel soll er US-Hilfsgelder für das ukrainische Militär zurückgehalten haben. Also Negatives über Joe Biden gegen Militärhilfe. Quid pro quo. Trump sieht im ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden einen möglichen Konkurrenten im kommenden Präsidentschaftswahlkampf. Schlechte Schlagzeilen für Biden könnten ein Vorteil für Trump sein. Laut Demokraten hat Trump dadurch sein Amt für persönliche Vorteile missbraucht. Deswegen wurde das Impeachment-Verfahren im Haus, wo die Demokraten die Mehrheit haben, eingeleitet. Jetzt ist der Senat am Zug. Die Verhandlung läuft ähnlich ab wie ein Gerichtsverfahren. Trump hat seine Anwälte in den Senat geschickt, um ihn zu verteidigen. Am Ende müssten 2/3 der Senatorinnen und Senatoren für eine Amtsenthebung Trumps stimmen. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, weil Trumps Partei, die Republikaner, die Mehrheit im Senat haben. Und auch wenn Trump abgesetzt werden würde, er könnte trotzdem im Herbst zur Wiederwahl antreten. So we've done all these things and remember the tax cut was the biggest tax cut in the history of our country. And what do? They impeach you.